Was geht ab, Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich begrüße euch heute recht herzlich hier aus meinem schönen Videohintergrund mit einem neuen Format, wie es das so noch nie auf meinem Kanal gegeben hat. Ihr habt mir auf Instagram zahlreich, Gott sei Dank, eure Transformation zugesendet, eure Trainingspläne, Fotos von euch, und ich freue mich riesig darauf zu reagieren, euch zu unterhalten, euch einen Mehrwert zu bieten, und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht großartig rum. Ich habe hier 99 plus in den DMs, das heißt, wir müssen heute auf jeden Fall mal einen Zahn zulegen und das Video schnell durchziehen, sonst werden wir hier gar nicht fertig. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß mit diesem Video und wir legen direkt mal los mit Person Nummer 1. Fangen wir an mit Kandidatin Nummer 1, und zwar ist sie 19 Jahre alt, 1,65 Meter groß und wiegt 79 Kilogramm. Trainiert im Dreier-Split, Push-Pull-Beine, also Training aufgeteilt in drei verschiedene Tage. Da sieht man mal wieder, also freut mich mega, dass du als weibliche Person dich auch an so einen Trainingsplan wagst, der offensichtlich sehr oberkörperlastig ist, also ein Trainingsplan, der in den Köpfen der meisten eher für Männer geeignet ist, Jungs geeignet ist. Finde ich mega, mega gut, dass du diese Regel brichst und dich an so einen Dreier-Split dran wagst. Deinen Bildern kann ich auf jeden Fall schon mal entnehmen, dass du einen Körperfettanteil von circa, lass mich nicht lügen, 20-25% wahrscheinlich hast, wahrscheinlich eher 25%. Und da du mir hier schreibst, dass du auf 79 Kilo die ganze Zeit stehen bleibst, nehme ich jetzt einfach mal an, dass du deinen Körperfettanteil reduzieren möchtest. Du hast mir jetzt hier leider nicht geschrieben, was dein Ziel ist. Grundsätzlich rate ich, wenn man sein Gewicht reduzieren möchte, egal ob männlich oder weiblich, sollte man vielleicht mit dem Gedanken spielen, ein Ganzkörpertraining zu machen. Vorteile sind ganz klar, du verbrennst mega viele Kalorien, es fordert jedes Mal deinen gesamten Körper, sprich Beine, Brust, Rücken, Arme, Bauch, also wirklich die komplette Skelettmuskulatur. Und da kannst du dann 3 bis 4 Trainingseinheiten die Woche machen in Ergänzung, bisschen Cardio, und dann wirst du deine Muskeln auch nicht überlasten. Also man kann ruhig jeden Muskel des Körpers 3 bis 4 Mal die Woche trainieren. Wäre jetzt eine Sache, die ich dir wahrscheinlich empfehlen würde, kurzfristig, während du eine Diät machst und im Anschluss, wenn du mit deinem Körperfettanteil dann zufrieden bist, mehr oder weniger, kannst du dann wieder übergehen in so einen, sage ich mal, niedriger frequenten Trainingsplan, ein Push-Pull-Beine, wie du ihn jetzt aktuell machst. Das macht für mich jetzt bei deinem aktuellen Ziel, bei deiner aktuellen Voraussetzung eher weniger Sinn. Also wir haben hier den Alles, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt richtig ausspreche, auf jeden Fall habe ich mit dir schon öfter geschrieben. Du bist 1,73 Meter groß, wiegst 60 Kilo, dein Alter hast du jetzt nicht dazu geschrieben, spielt jetzt auch keine großartige Rolle. Deine Ziele sind auf jeden Fall Bauch, Bizeps, Rücken und Schultern aufbauen. Ich schaue mir jetzt einfach mal dein Bild an und kann dir da im Großen und Ganzen zustimmen, also deine Beine. Du hast eine lange Hose an, die ein bisschen deine Beine verdeckt. Aber ich entnehme dem bisschen, was ich von deinen Beinen sehe, dass du an den Beinen auf jeden Fall auch arbeiten könntest. Also konzentriere dich nur nicht nur auf den Oberkörper, sondern schau, dass du deine Beine auch nicht außer Acht lässt. Ganz, ganz wichtig. Ich würde dir empfehlen, dich jetzt erstmal nicht auf den Bauch zu konzentrieren. Du bist ein junger Kerl. Ich schätze dich jetzt einfach mal auf 18, 19 Jahre, hast, sage ich mal, eine relativ geringe Skelettmuskelmasse. Daher würde ich dir jetzt nicht empfehlen, dich so auf dem Bauch aufzuhängen, versuchen, den Sixpack zum Vorschein zu bringen. Ich sage jetzt mal, ein Sixpack ist so eine Sache, die man sehr, sehr schnell erreicht. Kurz mal eine Diät gemacht, wenn du keinen allzu hohen Körperfettanteil hast, dann ist das Sixpack schnell sichtbar. Kurze Anmerkung, das Sixpack ist die Muskelmasse, welche unter dem Bauchfett verborgen ist. Das heißt, in den meisten Fällen ist der Bauch ausreichend trainiert, sondern ist es einfach eine kleine Körperfettmasse drüber und dadurch kommt der Bauch nicht zum Vorschein. Deswegen würde ich dir empfehlen, konzentriere dich erstmal auf den Muskelaufbau, schau, dass du ein bisschen Masse drauf packst, schau, dass du einen kleinen Überschuss hast an Kalorien, dass das Ganze auch überhaupt machbar ist. Ich würde dir empfehlen, dich auf jeden Fall auf deine Schultern zu konzentrieren, deine Brust, deinen Rücken. Man sieht, dass dein Bauch in den Oberkörper so übergeht. Das heißt, da ist kaum eine V-Form erkennbar, um daran zu arbeiten, um deine Taille auch ein bisschen schmaler wirken zu lassen. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, den Rücken zu fokussieren und natürlich auch die Beine, wie ich gerade eben schon angesprochen habe, nicht außer Acht zu lassen. Also im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein Ganzkörpertraining. Erstmal für den Anfang, vielleicht die ersten paar Monate.
3 bis 4 Mal die Woche ein Ganzkörpertraining machen und dann kannst du übergehen in ein Zweiersplit und wenn du dann weiter fortgeschritten bist, in einen Dreiersplit. Das ist so eine Reihenfolge, die ich prinzipiell gerne empfehle an viele Anfänger, Ganzkörpertraining, um erstmal die Übungen wirklich kennenzulernen, um die Muskeln zu stimulieren. Und wenn du dann weiter fortgeschritten bist, dann kannst du mit solchen Spielereien weitermachen wie 2er-Split, 3er-Split, 4er-Split und so weiter und so fort. Machen wir weiter mit der lieben Elisa Marie. Die Gute hat mir auch Bilder geschickt. Sehr, sehr, sehr lieb von dir. Auf jeden Fall, boah, ihr schreibt mir Texte, Leute. Wollt ihr, dass das Video 50 Minuten lang geht? Nö, geh. Ich bin 22 Jahre alt, studiere Innenarchitektur. Leute, ich wollte kurze Fakten von euch zu eurem Trainingsplan, nicht euren Lebenslauf. Soll jetzt nicht böse gemeint sein, ihr wisst, was ich meine. Okay, die gute Elisa Marie möchte auf jeden Fall 4 Kilo abnehmen, um ihr Gewicht, wie sie es vor 1 bis 1,5 Jahren hatte, wieder zu erreichen. Macht 1 bis 2 Mal die Woche Sport und größtenteils die Workouts von Pamela. Also ich nehme jetzt mal an, hier solche 5 bis 10 Minuten Workouts, die man zu Hause bequem machen kann. Ich möchte die Workouts von Pamela jetzt in keiner Art und Weise irgendwie negativ reden. Ich mache sie selbst in Ergänzung zu meinem Training, einfach um meine Bauchmuskeln nochmal auf nächstes Level zu bringen. Aber oftmals sind diese Workouts nicht ausreichend. Wenn du abnehmen möchtest, dann mach nicht ausschließlich irgendwelche Sixpack-Workouts, weil wir hatten es schon mal in einem anderen Video davon. Durch ein Sixpack-Training bekommst du Bauchmuskeln. Diese Bauchmuskeln sorgen jetzt aber nicht dafür, dass das Bauchfett verloren geht. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Wenn du Fett verbrennen möchtest, musst du im besten Fall deinen gesamten Körper belasten, um allgemein Muskulatur aufzubauen. Muskulatur ist jetzt ein böses Wort, das ist bei den Mädels immer so ein bisschen schwierig. Aber ich meine jetzt einfach, wenn ihr den ganzen Körper trainiert, den ganzen Körper strafft, dann werdet ihr insgesamt einen leistungsfähigeren Motor aufbauen, im übertragenen Sinne, und dadurch viel mehr Kalorien verbrennen und dadurch auch Bauchfett verlieren. Ihr könnt nicht lokal Fett verlieren. Das bedeutet, ihr könnt nicht an einer bestimmten Stelle Fett verlieren, nur weil ihr diese Stelle trainiert. Deswegen, wenn du abnehmen möchtest, mach keine Sixpack-Workouts, kannst du gerne machen in Ergänzung, aber mach Full-Body-Workouts. Such dir auf YouTube Full-Body-Fat-Burning-Workouts, vielleicht hat Pamela auch ein paar davon. Mach Ganzkörper-Trainings zu Hause, da gibt es verschiedene Übungen, Liegestützen, da gibt es auch ein paar Rückenübungen, die man zu Hause machen kann, Bauchübungen, Kniebeugen, du kannst so viel zu Hause machen, auch mit Wasserflaschen oder mit Bändern, um deinen ganzen Körper zu belasten. Deswegen, das wäre auf jeden Fall mein Tipp an dich. Versuch erstmal dein Training so ein bisschen zu Hause zu erweitern, um deinen ganzen Körper zu trainieren und so wirst du auf jeden Fall auch deinem Ziel näher kommen. Wir haben es hier mit der lieben Annika zu tun. Sie ist 1,74 Meter groß und wiegt so um die 50 Kilo. Hört sich für mich jetzt erstmal relativ wenig an, jetzt einfach mal so pauschal. Sie macht seit 2 Jahren Krafttraining, Cardio und Ballett. Also das ist schon einiges. Und ohne jetzt dein Foto oder den Rest des Textes anzuschauen, sehe ich schon eine kleine Problematik, die wahrscheinlich dich sehr, sehr stark beschäftigt, nämlich die Kalorienzufuhr. Du bist groß, du machst sehr viel Sport, du machst Kraftsport, Cardio und Ballett. Also viele Kalorien wirst du im Alltag verbrennen und dementsprechend musst du natürlich auch deinen Bedarf irgendwie decken und genug Kalorien auch zuführen, um überhaupt Muskeln aufbauen zu können, dadurch, dass du so einen hohen Verbrauch hast. Deswegen denke ich, dass dem jetzt dein relativ niedriges Gewicht geschuldet ist. Ich würde gerne mehr Muskeln aufbauen, nicht zu extrem, so wie die liebe Pamela Ralf, die kennst du ja, fände ich ideal. Also du möchtest einen Körper wie Pamela Ralf. Bevor ich jetzt den Rest durchlese, ich kenne Pamela schon sehr, sehr lange. Wir haben früher in seinem Fitnessstudio trainiert, beziehungsweise ich habe im Fitnessstudio gearbeitet, wo die gute Pamela trainiert hat. Deswegen habe ich sehr, sehr viel von ihrem Training mitbekommen. Und ich weiß, dass die Pamela sehr, sehr viel Krafttraining macht. Sie macht zwar Workouts auf YouTube, wo du halt den Anschein hast, dass die gute nur Homeworkouts macht, nur Sixpack-Workouts macht. Aber das ist eben das, ich verstehe sie auch, das ist eben das, was man halt super als YouTube-Video bringen kann.
und das halt die große Masse anspricht, weil die meisten natürlich nicht ins Fitnessstudio gehen wollen, sondern so wenig wie möglich machen möchten. Und da eignen sich Homeworkouts sehr, sehr gut dazu, einfach um ein bisschen fit zu werden und ein bisschen was zu machen. Aber Pamela trainiert sehr, sehr viel im Fitnessstudio, macht sehr, sehr intensives Krafttraining, trainiert den gesamten Körper. Sie ist auch eine Verfechterin der Meinung, dass man als Frau ebenso seine Arme, seine Schultern, die Brust, den Rücken trainieren kann, also Muskeln, die vermeintlich nur von Jungs trainiert werden sollen. Also ein absoluter Quatsch, ihr werdet durch Krafttraining als Frauen keine Muskelberge aufbauen, das ist genetisch. Von eurem Testosteronhaushalt etc., von eurem Hormonhaushalt meine ich, gar nicht möglich. Alles, was bei Jungs auf den Muskelaufbau geht, geht bei euch Frauen auf die Straffung, Definition oder wie ihr das auch immer gerne hören möchtet. Also macht euch da auf jeden Fall keine Sorgen. Macht Krafttraining, macht wirklich auch Übungen, die eure Muskeln aufbauen und nicht nur irgendwelche Sixpack-Workouts. Irgendwie, das musste mal gesagt sein. Die liebe Annika hat uns außerdem ihren Trainingsplan geschickt, denn sie will jetzt umsteigen auf einen Zweier-Split. Bedeutet einen Tag, wo sie ihren Oberkörper trainiert und den anderen Tag, wo sie ihren Unterkörper trainiert, finde ich mega geil. Finde ich einen optimalen Trainingsplan für Frauen, da man ausreichend den Unterkörper, also die Beine und den Bauch trainiert, aber dem Oberkörper auch so ein bisschen aufmerksam gibt. Wenn man jetzt einfach mal vergleicht, dass die erste Person, die wir heute besprochen haben, die hatte einen Dreier-Split. Der Dreier-Split besteht ja immer aus, größtenteils aus zwei Einheiten, die den Oberkörper belasten, also Brust, Rücken, und eine Einheit, die den Unterkörper belastet, ist optimal für Männer, pauschal sage ich das einfach mal, die den Fokus auf den Oberkörper haben. Aber wenn du eine Frau bist, wenn du Mädchen bist, dann macht ein Zweier-Split mega viel Sinn, weil man eben Oberkörper und Unterkörper die gleiche Bedeutung zuschreibt und Oberkörper und Unterkörper die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Also finde ich richtig, richtig geil den Plan. Wir schauen uns jetzt einfach mal noch ein paar Bilder von dir an. Also wir sehen hier offensichtlich, dass sie sehr, sehr schlank ist. Sie hat eine sehr, sehr schöne Figur. Aber wie wir schon vorhin festgestellt haben, da könnte auf jeden Fall noch ein bisschen Muskulatur drauf. Wird jetzt nicht irgendwie männlich aussehen, sondern wird einfach das Ganze noch mal ein bisschen schöner formen. Es ist wichtig, dass ihr nicht anstrebt als Frau, als Mädchen, einfach nur dünn zu sein, weil dünn ist einfach. Wenn ihr dünn sein möchtet, dann esst einfach nichts mehr und macht einen Haufen Sport. Ihr möchtet nicht dünn sein, sondern ihr möchtet einen schönen, geformten, funktionellen Körper, weil ein Körper ist ja nicht nur schön, wenn er trainiert ist, sondern er ist auch funktional. Ihr seid muskulös, ihr habt eine schöne Haltung, ihr habt schöne, definierte Arme. Und dafür muss man jetzt irgendwie nicht großartig viel Muskelmasse haben. Man sollte auf jeden Fall dem Oberkörper ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Und das würde ich auf jeden Fall jeder Frau da draußen empfehlen, dass sie nicht nur sich auf den Unterkörper und auf den Bauch fixieren sollte, sondern mindestens genauso viel Aufmerksamkeit auch dem Oberkörper geben sollte. Deswegen, liebe Annika, mach weiter so, konzentriere dich auf den Zweier-Split, fokussiere dich auch auf den Oberkörper und dann wird es was. Machen wir weiter mit dem Gökhan. Jetzt ist wieder ein Kerl an der Reihe. Der liebe Gökhan hat mir nicht allzu viel geschrieben, da bin ich ihm sehr dankbar. Hi Phil, ich bin 18 Jahre alt, 1,85 Meter groß, also ein großer Typ. Hat circa 5 Kilo abgenommen seit Anfang des Jahres. Okay, krass. Gewicht liegt momentan bei 80 Kilo. Man kann jetzt einfach mal pauschal sagen, wenn jemand 1,85 Meter groß ist, dann ist ein Gewicht irgendwo um die 85 Kilo ideal. Wenn man jetzt einfach mal komplett die Körperkonstellation, also Körperfettmasse, Muskelmasse außer Acht lässt. Aber mit 80 Kilo bist du auf jeden Fall gut dabei. Eher im unteren Bereich, also könntest du auf jeden Fall ein bisschen zunehmen. Und genau das schreibt er auch, er würde gerne zunehmen und Muskeln aufbauen. Problemzone, vor allem seine Brust. Das schauen wir uns jetzt erstmal hier direkt auf dem Bild an und überzeugen uns selbst. Wenn wir das Bild anschauen, dann sehen wir, dass jetzt die Brust nicht unbedingt hinterherhinkt. Also ich sehe hier gute Proportion. Der Oberkörper sieht schön ausgeglichen, ausbalanciert aus von der Proportion her. Allerdings würde ich dir jetzt einfach mal raten, die komplette Oberkörpermuskulatur anzugehen. Also jetzt dich nicht irgendwie auf die Brust zu fokussieren. Ich weiß, es ist ein Muskel, den die meisten Typen anstreben und wo die meisten Defizite auch vorhanden sind. Aber ich denke, du solltest deinen ganzen Oberkörper aufmerksam geben. Ich weiß jetzt nicht, ob du im Fitnessstudio trainierst oder zu Hause. Dem Bild entnehme ich jetzt einfach mal, dass du Trainingsanfänger bist. Dementsprechend würde ich dir einfach raten, fang mal zu Hause an. Mach mal 3 bis 4 Mal die Woche
ein Ganzkörpertraining zu Hause, ein paar Liegestützen, ein paar Klimmzüge zu Hause. Wenn du keine Klimmzüge schaffst, dann nimmst du dir einfach, das ist so ein kleiner Lifehack, du nimmst dir eine Besenstange, wenn du einen Besenstiel, wenn du einen zu Hause hast, spannst den über zwei Stühle, also Stuhl 1, Stuhl 2, Besenstange, und dann kannst du dich so ein bisschen dran hochziehen. Das sind so kleine Lifehacks, wie man mit wenig Geld zu Hause auf jeden Fall ein effizientes Training machen kann, und da sind deiner Fantasie auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Also wenn du deine Brust trainierst, ganz, ganz, ganz wichtig, ich kann es nicht ausreichend betonen, sehr, sehr wichtig ist, dass man immer ausgeglichen trainiert. Als ich mit 15 zu Hause angefangen habe zu trainieren, habe ich denselben Fehler gemacht. Ich wollte eine große Brust haben, weil es eben ein Muskel ist, den man schön prominent sieht vorne. Und habe mich wirklich nur auf die Brustmuskulatur konzentriert, habe den ganzen Tag Liegestütze gemacht, habe irgendwann eine krasse Brust aufgebaut und meine Haltung wurde immer mehr so, also nach vorne geneigt. Und das ist deswegen der Fall gewesen, weil ich nicht meine Rückenmuskulatur trainiert habe. Also ihr müsst immer den Gegenspieler trainieren. Stellt euch vor, wenn ihr immer diese Muskulatur trainiert, dann zieht der Muskel euch wohl oder übel in so eine Haltung rein. Und es ist keine gesunde und schöne Haltung. Deswegen braucht ihr eben auch die Muskulatur, die euch wieder zurückzieht. Und das ist die Rückenmuskulatur. Die liebe Katalin ist 16 Jahre alt, hat bis vor einem Jahr noch Leistungssport betrieben, um genau zu sein, Stabhochsprung, hat dann allerdings Rückenprobleme bekommen durch diesen Leistungssport und der Orthopäde hat ihr dazu geraten, Krankengymnastik zu machen, mit dem Leistungssport aufzuhören, und ihr Problem ist, dass sie ein Hohlkreuz hat, leichte Skoliose, und um es jetzt euch mal ein bisschen deutlich zu machen, die Wirbelsäule ist nicht bei jedem Menschen gleich geformt, also in der Regel ist es so eine Doppel-S-Form, die dafür sorgt, dass ihr schön gefedert seid, wenn ihr unter Belastung seid, wenn ihr springt, wenn ihr aufkommt, wenn euer Körper in der Erschütterung ist, dass es einfach schön abgefedert wird. Das ist so die natürliche Feder des Körpers, um euch sozusagen verletzungsfrei durch den Alltag zu bringen. Viele, viele Menschen, wie jetzt beispielsweise auch die Katalin, haben keine regulär geformte Doppel-S-Form der Wirbelsäule, sondern sie haben extremere Ausprägungen, jetzt beispielsweise in der Lendenwirbelsäule, wodurch ein Hohlkreuz entsteht, oder in der Brustwirbelsäule, wodurch ein Rundrücken entsteht. Leute, ich habe ein gutes Beispiel dafür, warum man vielleicht nicht immer das Wort des Physiotherapeuten oder das Wort des Arztes einfach so absegnen sollte und sich selbst quasi resignieren sollte, aufgeben sollte. Ich bin mit 15 zum Physio gegangen, weil ich Rückenschmerzen hatte, weil ich offensichtlich ein krasses Hohlkreuz hatte. Meine Haltung war allgemein extrem scheiße. Und der Physiotherapeut, der liebe gute Kollege, liebe Grüße an dich, hat mich angeschaut, hat gesagt, Digga, Philipp, deine Haltung ist scheiße, ich würde dir definitiv abraten, weiter Krafttraining zu machen. Hör auf damit, genetisch bist du dafür da jetzt nicht wirklich gesegnet. Ich sehe da auf jeden Fall Defizite, ich sehe da Probleme auf dich zukommen, wenn du weiter damit machst. Viele, viele Jahre und etliche tausend Trainingseinheiten später seht ihr mich jetzt hier, kerngesund, eine gute Haltung, keinerlei Schmerzen. Und liebe Grüße an den Kollegen von damals. Er hat mir keinen guten Ratschlag gegeben, denn einfach aufzuhören mit Krafttraining ist auf jeden Fall nicht der richtige Ansatz. Es ist wichtig, dass man die richtigen Muskeln trainiert, dass man, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, einfach schön ausgeglichen trainiert. Wer die Brust trainiert, sollte auch den Rücken trainieren. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was du explizit machen könntest, um dein Hohlkreuz wegzubekommen, ich kann dir da Folgendes empfehlen. Es gibt gewisse Muskeln, die dich in ein Hohlkreuz in die Position reinziehen, und es gibt gewisse Muskeln, die auch dafür sorgen, dass du dieses Hohlkreuz auch wieder beseitigst, also dem ein bisschen entgegenwirkst. Muskeln, die ein Hohlkreuz begünstigen, also Muskeln, die dafür sorgen, dass ihr ein krasseres Hohlkreuz bekommt, sind unter anderem der untere Rücken und die Oberschenkelvorderseite, genauso wie der Hüftbeuger. Also das sind Muskeln, die ihr auf jeden Fall jetzt nicht übermäßig trainieren solltet, wenn ihr ein Hohlkreuz habt. Es sei denn, ihr trainiert im Gegenzug auch die Muskeln, die euch aus dem Hohlkreuz rausholen, und das sind, wie du es richtig gemacht hast, liebe Katalina, unter anderem die Bauchmuskulatur, aber da hört es nicht auf, da fängt es erst an. Ganz, ganz wichtig ist, dass ihr die Gesäß- und die hintere Oberschenkelmuskulatur trainiert.
Das sind zwei Muskeln, die wirklich, wirklich, wirklich großen Einfluss auf euren Rücken haben, auf eure Haltung. Ihr müsst es euch folgendermaßen vorstellen: Wenn ihr eure Gesäß- und hintere Oberschenkelmuskulatur allgemein trainiert, erhöht sich logischerweise auch der Tonus, die Spannung der Muskulatur, und dadurch werdet ihr quasi aus dem Hohlkreuz rausgezogen. Okay, genau das gleiche gilt auch für die Oberschenkelmuskulatur. Wenn ihr die zu krass trainiert, dann zieht es euch eher ins Hohlkreuz rein. Okay, also wenn ihr diesen Zusammenhang mal gecheckt habt, ich werde euch jetzt hier nochmal die Muskeln einblenden. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch einfach dessen bewusst seid, dass Muskeln nicht nur gut aussehen, sondern wirklich Funktionen im Körper erfüllen und darüber hinaus auch maßgeblich eure Haltung beeinflussen, okay? Also solche Sachen wie ein Hohlkreuz oder so gibt's nicht auf. Man kann wirklich einiges mit dem Training wieder rausholen. Holy shit, Leute, mein Mund wird fuselig geredet. Ich könnte wirklich stundenlang mit euch über sowas quatschen, aber leider ist das Video wahrscheinlich jetzt schon 20 Minuten lang. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt noch einen letzten Kandidaten, und zwar den lieben Emre. Emre ist 24 Jahre alt, 1,80 Meter groß und wiegt 78 Kilo. Also wir wissen von vorhin, 1,80 Meter, 80 Kilo wäre in etwa optimal, und mit 78 Kilo ist auf jeden Fall gut dabei. Jetzt schauen wir auf jeden Fall mal deine Körperkonstellation an, also das Verhältnis Muskelmasse, Fettmasse. Zum Glück hast du ein paar Bilder beigefügt. Wie ihr dem Foto entnehmen könnt, hat der Emre jetzt eine relativ normale Statur, also er hat jetzt keine übermäßige Muskelmasse. Genauso wenig hat er viel Fettmasse, also es ist irgendwie eine normale Figur. Und jetzt schauen wir einfach mal seine Ziele an, was er mir jetzt zu seinen Zielen geschrieben hat. Sein Ziel ist auf jeden Fall abzunehmen, gleichzeitig Muskelmasse aufzubauen, aber jetzt nicht zu krass zu werden. Also er will kein Viech werden, er möchte so einen schönen athletischen Körper wie ich. Spaß. Okay, nee, es war kein Spaß. Er trainiert dreimal die Woche Push-Pull-Beine. Also ihr seht, das ist ein Plan, der sehr prominent ist, den viele durchziehen und ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Vor allem für die Boys. Er hat allerdings das Problem, dass er den Plan nicht lange durchhält und nach einigen Wochen die Disziplin verliert. Er würde gerne die Fitnesseinheiten zeitmäßig kürzen, damit er länger dran bleibt, und möchte von mir quasi wissen, welche Übungen unbedingt im Training integriert werden müssen. Also mein lieber Emre, ich sage dir jetzt Folgendes, und das würde ich sehr, sehr vielen von euch empfehlen. Könnt ihr euch jetzt auf jeden Fall ein Beispiel nehmen. Trainingseinheiten müssen keine 3 Stunden gehen. Die meisten Menschen, denen ich einen Trainingsplan schreibe, viele Freunde auch, denen ich regelmäßig irgendwelche Trainingspläne schreibe, sagen mir immer: Alter, wie, ich mache nur 5 Übungen heute, das ist doch viel zu wenig. Wie soll ich überhaupt Muskeln aufbauen, wenn ich nur 5 Übungen am Tag mache? Aber Leute, es kommt nicht auf die Anzahl der Übungen an, auf die Anzahl der Sätze, sondern auf die Intensität, auf den Reiz, den ihr bzw. eure Muskeln durch das Training bekommen haben. Denn darum geht es im Training. Es geht nicht um die Dauer des Trainings. Ihr seid nicht krass, wenn ihr 3 Stunden trainiert, sondern ihr seid krass, wenn ihr in einem Training so wenig Übungen wie möglich und so viele Übungen wie nötig gemacht habt. Versteht ihr, was ich meine? Konzentriert euch wirklich auf die elementaren Übungen. Gerade wenn ihr jetzt Anfänger seid oder so ein Kandidat wie der Emre, der verständlicherweise keinen Bock hat, 3 Stunden im Fitnessstudio zu verbringen, da so ein bisschen seine Motivation verliert und dadurch so ein bisschen aus dem Training rauskommt, Schwierigkeiten hat, sein Training kontinuierlich durchzuziehen, weil es einfach viel zu lang ist und dadurch viel zu viel Zeit verloren geht, verstehe ich wirklich. Deswegen konzentriert euch auf die wichtigen Übungen. Ich kann jetzt gerne hier mal ein Beispiel einblenden, welche Übungen ich als essentiell ansehe. Ich betone es nochmal zur Erinnerung, vertieft es einfach mal in euren Kopf. Im Training wird ein Reiz gesetzt und ihr seid nicht krass, wenn ihr 5 Sätze verschiedene Bizeps-Curls aus verschiedenen Winkeln macht. Das wird in den meisten Fällen sogar kontraproduktiv sein. Also wenn ich meinen Oberkörper trainiere und meinen Bizeps trainieren möchte am Ende des Trainings, dann habe ich eine Übung mit 4 Sätzen und dann ist die Geschichte erledigt, okay? Also macht euch da bitte nicht verrückt. Das Training kann 45 Minuten gehen und absolut effizient sein. Da ist ein Training, welches 3 Stunden lang geht, nicht unbedingt effizienter. Deswegen macht das auf jeden Fall nicht an der Dauer des Trainings fest. Ich würde sagen, das soll es auch schon mit dem Video gewesen sein. Falls ihr Bock habt auf einen zweiten Teil dieses Formats, unbedingt einen Daumen nach oben da lassen, falls es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Lasst unbedingt ein Abonnement da, falls Abonnement, sagt man das?
Lasst ein Abo da, falls ihr noch nicht Kanalabonnent seid. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.